Thomas Allofs gegen den glänzenden Uli Stein, der sich heute erst entschloss zu spielen. Eine Knieverletzung stellte seinen Einsatz in Frage. Der Einsatz der übrigen Frankfurter mehr als bescheiden. Düsseldorfs Torwart Jörg Schmadtke verfolgte arbeitslos das Pech der Fortuna. Michael Büskens auf die Latte nach diesem tollen Volleyschuss. Nach 54 Minuten folgende Szene. Andi Möller, blass heute, wurde von Demand gefault, prallte mit Alberts zusammen und musste verletzt ausscheiden. Eine Fleischwunde in der Größe eines Stollens. Sie wurde sofort genäht. Ein Spiel auf ein Tor, keine Gegenwehr der Frankfurter, dafür umso mehr Glück. Ralf Loses Kopfball klärt Stefan Studer für den geschlagenen Uli Stein. Und Eintrachtstrainer Jörg Berger traf genau die richtige Entscheidung. Düsseldorf kampfstark, bissig mit schönen Kombinationen. Thomas Allofs, Uli Stein, der einzige Frankfurter in Galaform. Und Jörg Berger wollte nicht nur nichts mehr sehen. So, von mir hört er nichts mehr jetzt. Kommt. Von mir kommt nichts mehr. Aber umso mehr von der Fortuna. Ralf Lohse, der stürmende Libero, Caracedo neu im Spiel und Uli Stein hielt allein das 0:0. Guck dir das doch mal an! Seinem Vorsatz blieb Jörg Berger also nicht lange treu. Bei der schwachen Eintracht haben wir ihm das auch nicht ganz geglaubt. Wieder Lohse auf Caracedo. Schöner Doppelpass mit Sven Demand an Binz vorbei und durch die Beine von Stein das hochverdiente 1:0 nach 75 Minuten. Irgendwann musste sich das Powerplay ja einmal auszahlen. Binz sah da alles andere als glücklich aus und clever Marcelo Caracedo. Hör auf, du! Danach sagte er wirklich nichts mehr. Kein Aufbäumen der Frankfurter, Bilder wie gehabt. Und Jörg Berger lobte anschließend nur Uli Stein und Uwe Bindewald. Alles andere war eine Zumutung